4.7. erscheint dein neues Album Wach geküsst. Auf was dürfen sich die Fans denn freuen? Also die Fans, die das erste Album gekauft haben, die werden Wolkenfrei definitiv erkennen. Also der Sound und auch die Musik, das ist, erkennt man als Wolkenfrei wieder. Trotzdem ist eine Weiterentwicklung definitiv zu hören. Also es ist noch facettenreicher geworden, das Album. Ich durfte mich noch viel, viel mehr einbringen als beim ersten Album, was mich natürlich riesig freut. Und wir haben auch sehr, sehr viel ausprobiert. Also ich finde so die Abgrenzung sowieso ganz schwierig zwischen den einzelnen Genres. Also es ist Popschlager, es ist Schlager, da ist alles drauf. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und es ist ein bisschen moderner auch geworden. Ja. Und hast du selbst auch mitgeschrieben, oder? Ich selber habe keine Texte geschrieben, aber ich war sehr, sehr eng im Austausch. Also ich habe wirklich, ich stehe hinter jeder Zeile in diesem Album. Ich konnte wirklich sagen, das ist meine Sprache oder das habe ich erlebt oder da kann ich dahinter stehen oder so möchte ich es vielleicht nicht singen, können wir es so abändern oder auch vom Sound her durfte ich mich da einbringen vom Kompositorischen und ja, was mich sehr, sehr freut natürlich. Hast du auch eingesungen und dann gedacht, boah, nee, doch nicht, geht gar nicht oder so? Nee, also es gab keinen Titel, wo ich eingesungen hatte und dachte so, nee, nehmen wir jetzt doch nicht, das nicht. Aber es waren schon Herausforderungen dabei jetzt. Es sind schon Titel dabei, die deutlich anspruchsvoller zum Singen auch sind als beim ersten Album, das schon. Du stehst ja seit einigen Monaten allein für den Namen Wolkenfrei. War dir von Anfang an klar, dass du den Namen behalten möchtest? Ja. Also natürlich hat auch das Team überlegt, machen wir Vanessa Mai, bleibt es Wolkenfrei. Aber auch ich hab gesagt, mir ist der Name wichtig, weil eben da eine Geschichte dahinter steckt. Meinst du, dass es dir vielleicht auch geholfen hat, dass du nicht von Anfang an allein auf die Bühne bist, sondern dass da zwei... Definitiv. Das war wirklich wie eine Lehrzeit eigentlich. Also ich habe, es gab oft auch Auftritte, gerade am Anfang, wenn einen noch niemand kennt und man muss sich wirklich das Erspielen des Publikums und die überzeugen in einem Stunden-Set oder in einem 45-Minuten-Set, gab es oft Auftritte, wo ich dachte so, ich bin froh, dass ich die Jungs habe, dass die mich einfach aufgefangen haben, dass die mich unterstützt haben weiterhin und wir haben uns da auch dann unseren Spaß draus gemacht und dann war alles gar nicht so schlimm und alleine, muss ich sagen, hätte ich vielleicht häufiger gedacht, schwer alles und aber so hatte ich die beiden und konnte ja behutsam groß werden. Wie haben die Fans die Trennung aufgenommen? Sehr, sehr gut eigentlich. Ich habe mir ganz, ganz große Sorgen gemacht. Ja, sehr große Sorgen sogar. Aber es war durchweg eigentlich, dass sie sagten, schade, natürlich, klar. Aber sie haben trotzdem gesagt, wir unterstützen dich weiterhin, wir gehen den Weg mit dir und du machst es trotzdem. Und das hat mich unheimlich gefreut. Du hast ja bestimmt auch viele männliche Fans. Hast du schon ein paar Heiratsanträge bekommen? Ich habe tatsächlich schon ein paar Liebesbriefe, ja. Die gab es tatsächlich schon ein paar Mal und ich kriege auch immer ganz viele Geschenke, also von Süßigkeiten und bis hin zu ja, Liebesbriefen und das ist ganz nett. Ich freue mich dann natürlich sehr darüber. Würdest du einen Heiratsantrag annehmen oder bist du bereits schon glücklich in festen Händen? Weil in dem Lied In all deinen Farben singst du ja auch von ihm. Ja, ich bin vergeben. Und wie tut mir leid. Und ist er auch in der Branche tätig? Er ist in der Branche tätig, aber ich versuche das alles privat zu halten und das ist so das, was ich auch sage, aber mehr möchte ich da eigentlich auch nicht preisgeben. Da haben wir uns abgesprochen, dass es einfach nicht so mit reingezogen wird. Also möchtest du auch nicht erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt, oder? Nein. Okay. Dann werde ich rot. Das macht nichts. Muss ich erstmal was essen? Mama, Papa. Muss ich weinen? Ohne mein Kuschelkissen. Ja, dann würde ich jemanden mitnehmen, der mir ganz wichtig ist, damit ich nicht mehr so einsam bin. Ganz viel Wasser zum Trinken und Sonnencreme. Würde ich mal so richtig die Sau rauslassen. Gesundheit. Am Meer. Wenn ich selber Fehler mache.
Sturm der Liebe. Würde ich mir wünschen, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen das Album kaufen. Ein Hund. Ich glaube, der hat ein ganz, ganz schönes Leben. Es sind viele abwechslungsreiche Songs drauf. Vielleicht auch einfach was Neues für viele. Der Sound ist was Neues, was es so noch nicht gibt. Und ja, wir freuen. Kauft's!